Es ist wieder Zeit für TV Allgäu Nachrichten. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Am heutigen Donnerstag haben wir unter anderem diese Themen in der Sendung. Von Naturschutz bis Butterpreis. Bauern diskutieren ihre Sorgen mit Minister Brunner. Kempten sucht den Oberbürgermeister. Sechs Kandidaten bewerben sich um das Amt. Und Kochduell im Gasthof Ochsen. Profikoch Wilfried Haase macht Werbung für seinen Beruf. Haben Sie es beim letzten Einkauf bemerkt? Die Butter ist mal wieder günstiger geworden. In manchen Discountern kostet ein halbes Pfund nicht mal mehr einen Euro. Den Landwirten bereitet der Preisverfall aber Sorgen. Und nicht nur das. Neue EU-Verordnungen zum Umweltschutz drohen den Bauern, die Arbeit zu erschweren. All diese Sorgen waren jetzt Thema bei der Jahreshauptversammlung des Schwäbischen Bauernverbands. Dort stellte sich Landwirtschaftsminister Brunner den Fragen der Landwirte. Felder und Wiesen, soweit das Auge blickt. Sie bestimmen nicht nur die Landschaft in der Region. Für die Bauern sind sie die Quelle ihres Einkommens. Derzeit müssen deutsche Politiker allerdings eine EU-Verordnung umsetzen, die der Landwirtschaft Grenzen setzt. 5% der Flächen sollen demnach nicht mehr bewirtschaftet werden. Greening nennt sich das Vorhaben. Das würde natürlich den Flächendruck nur immens verschärfen. Wir haben ja jetzt schon die Situation, dass die Pachtpreise steigen, weil einfach Landwirtschaft eine Zukunftsbranche darstellt. Das heißt, die Nachfrage nach Flächen ist jetzt schon groß. Und wenn jetzt 5% dieser Ackerflächen komplett aus der Nutzung fallen würden, dann würde das diesen Effekt natürlich nur extrem verschärfen. Auf der Jahresversammlung des Schwäbischen Bauernverbandes in Mittelrieden kam das Thema zur Sprache. Landwirtschaftsminister Helmut Brunner war gekommen, um sich die Sorgen der Landwirte anzuhören. Zum Thema Greening brachte er sie auf den neuesten Stand. Am 4. April werden die Agrarminister der Länder darüber konferieren. Die Agrarminister der Länder sind sich auch weitgehend einig darüber, dass ökologische Vorrangflächen nicht automatisch Stilllegung heißt. Und deswegen wollen wir produktionsintegrierte Maßnahmen, um den naturschutzfachlichen Ansprüchen zu genügen. Das heißt, mit einer vielschichtigen Fruchtfolge, mit Zwischenfrüchten, mit der bayerischen Eiweißstrategie, Leguminosenanbau oder mit Kurzumtriebswäldern können also die Landwirte selber aus einem Bündel von Maßnahmen Alternativen auswählen. Greening ist nicht das einzige Umweltschutzthema, das derzeit kontrovers diskutiert wird. Nach einer neuen Vorgabe aus Brüssel sollen Bauern Pflanzenschutzmittel nur noch dann einsetzen dürfen, wenn sie alle 3 Jahre eine spezielle Ausbildung durchlaufen. Das sorgt für Unmut. Wir haben ja in der Regel, und der Minister hat es ja angesprochen, sehr gut ausgebildete Bauern. Jeder zweite Landwirtschaftsmeister in Deutschland wirtschaftet in Bayern und die sagen natürlich zu Recht, ja Moment mal, wir haben eine sehr ausführliche Ausbildung, warum sollen wir uns dann solchen Schulungen unterziehen? Und das verursacht momentan schon heftige Diskussionen. Minister Brunner beruhigte die Bauern. Er wolle die Vorgabe möglichst praxisnah umsetzen. Dafür habe er eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die nach Lösungen suche. Eine weitere Sorge der Bauern gilt dem Preiskrieg unter den Lebensmitteldiscountern. Nachdem der Milchpreis sich zuletzt nach oben entwickelt hat, haben die Ketten nun den Butterpreis auf unter 1 Euro gedrückt. Sehr zum Ärger der Bauern. Doch nicht nur bei Milchprodukten ist der Preisdruck auf die Bauern groß. Den gleichen Effekt haben wir auch beim Fleisch. Wir verhandeln auf Bundesebene mit den Handelsketten über Tierwohlinitiativen. Das heißt, dass weniger Tiere tiergerechter gehalten werden. Uns wurde signalisiert, der Handel steht dazu. Er wird gewisse Preisaufschläge, die dann natürlich nötig sind, durchsetzen. Und jetzt machen große Handelsketten genau das Gegenteil und unterlaufen sogar die jetzt bestehenden Marktpreise und hebeln damit natürlich Angebot und Nachfrage aus. Und wir als Erzeuger stehen dann im Regen. In der Fragestunde mit Minister Brunner sprachen die Bauern das Thema Preisdruck kritisch an. Helmut Brunner weiß um die Marktmacht des Einzelhandels. Sie mache es den Bauern schwieriger, angemessene Preise zu erzielen. Deswegen müssen wir auch Maßnahmen in Erwägung ziehen, in Zukunft vielleicht auch den Markt ein Stück weit noch mit Leitplanken zu beeinflussen. Das heißt, die Interventionsmöglichkeit erweitern, den Interventionspreis erhöhen und die Marktbeobachtung professionalisieren, um die Landwirte rechtzeitig auf mögliche Marktschwankungen hinweisen zu können. Nach einer kurzfristigen Lösung des Problems klingt das freilich nicht. Die Discounter werden den Bauern wohl auch in diesem Jahr noch so manche Sorgenfalte bereiten. Trotzdem, dass der Minister diese Sorgen kennt und über Lösungswege nachdenkt, diesen positiven Effekt hat die Versammlung allemal gehabt.
Unser Programm zu schauen lohnt sich ja allemal. Ab Montag lohnt es sich aber noch mehr. Da beginnt unser Gewinnspiel. Was Sie machen müssen, um einen unserer Tagespreise abzustauben, sehen Sie selbst. Wer sucht, der findet. Wir haben ihn schon. Wir verstecken ab 17. März täglich 3 Wochen lang von Montag bis Freitag unseren TV-Allgäu-Apfel im Programm. Was Sie tun müssen, einschalten und den Apfel finden. Und uns eine E-Mail schicken an redaktion@tv-allgäu.de. Oder Sie sprechen einfach auf unseren Anrufbeantworter 0831 206 5713. Das Los entscheidet. Wir wünschen viel Spaß beim Suchen und natürlich viel Glück. Anfang 2013 wurde bekannt, dass der derzeitige Kemptner Oberbürgermeister Ulrich Netzer Präsident des Bayerischen Sparkassenverbands werden soll. Und damit stand auch fest, 2014 wird es einen neuen Oberbürgermeister in Kempten geben. 6 Kandidaten werben nun um die Gunst der Wähler. Kommenden Sonntag wird entschieden. Bei einer Podiumsdiskussion hat die Allgäuer Zeitung den Kandidaten auf den Zahn gefühlt. Wir von TV Allgäu Nachrichten waren dabei und präsentieren die Kandidaten in unserem Wahlspecial. Mitten in Kempten mussten sich die Oberbürgermeisterkandidaten präsentieren, im Eingangsbereich des Forum Allgäu. Claudia Benz und Peter Januschke von der Allgäuer Zeitung fühlten ihnen auf den Zahn. Bei einem schnellen Start mussten die Kandidaten wichtige Themen auf den Punkt bringen, denn sie sollten sofort entscheiden, wohin mit zusätzlichen 5 Millionen Euro und wo einsparen bei einem plötzlichen Defizit von 10 Millionen Euro. 1a würde ich sagen, sofort in schulische Bildung und Weiterbildung von der Jugend. Das ist das Wichtigste. Ohne Jugend keine Zukunft. Teil 2 würde ich streichen an öffentlichen Förderungen bzw. An Straßen bzw. im Bereich von Finanzierungen für öffentliche bzw. Haushalte, KKU bzw. AÖW. Also ich würde die 5 Millionen, wenn ich sie sofort hätte, sofort in den Abbau von Schulden nehmen. Dann kommen wir nämlich unserer Schuldenfreiheit in Kempten gleich mal ein ganz großes Stück näher und sind früher als 2020 schuldenfrei. Es sind natürlich nicht 10 Millionen in einem Betrag jetzt irgendwo einzusparen, das ist klar. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel an den Umbau, ans Ämtergebäude denke, an die Planung hier einen tollen Counter zu machen, der also 2,5 Millionen kostet, da hätte ich schon mal 2,5 Millionen gespart. Auch ich würde in unsere Zukunft investieren, wenn ich 5 Millionen zur Verfügung hätte. Ich würde präventive Bildungsarbeit vorziehen, das finde ich ein ganz wichtiges Projekt. Also bestehende Strukturen müssten erhalten bleiben, aber künftige Investitionen müsste man zurückstecken. Konkret müsste man vielleicht sagen, den Umbau der Stadtbibliothek müsste, auch wenn er in unserem Wahlprogramm steht, müsste vielleicht zurückstehen zunächst mal. Ich würde mir auf alle Fälle mal grundsätzlich die Frage stellen, gleich ob es mehr Geld ist, das zur Verfügung steht, oder auch das wenigere. Was ist aus heutiger Sicht auch in 10 und 20 Jahren die richtige Entscheidung? Und auf diesen Blickwinkel hin betrachtet, würde ich sagen, wäre das Thema Wohnungsbau und wäre das Thema Arbeit und Infrastruktur immer eines, mit dem man bei 10 Millionen Euro punkten kann. Wenn man mich zwingen würde, ob ich zunächst in das Thema Hildegardis-Gymnasium investiere oder in ein, nicht ironisch gemeint, schönes Thema wie Illerer Leben, hätte ich mich klar entschieden. 5 Millionen, nicht ausschließlich, aber überwiegend würde ich in Themenkomplex Bildung, Schulen investieren, weil wir dort seit vielen Jahren ein chronisches Finanzierungsdefizit haben. Und wenn es fehlt, ja. Also in erster Linie, und das ist das, was auch am ehesten überhaupt geht, obwohl es nicht angenehm ist, ist natürlich das Thema Infrastruktur, Straßenerhalt, Straßenneubau zum Beispiel, obwohl das vor Ort den jeweils dann Verdruss der Betroffenen hervorruft. Sofort zur Seite legen für die Bundeswehrgelände. Wir haben da sehr viel, was wir unbedingt für unsere Zukunft brauchen. Umbau Berliner Platz können wir dann machen. Wir haben neue Gebiete, wo nicht störendes Gewerbe in der Ari-Kaserne angesiedelt werden kann. Sparen, auch konkret. Als erstes die Rathauspassage, 2,4 Millionen. Als zweites
den Seggers Sportplatz, der im Hochwasserbereich liegt, nicht bauen, sondern dafür eben den Bundeswehrsportplatz in der Riederau nehmen. 1,4 Millionen. Im Lauf des Abends wurden viele Themen der Kemptner Stadtpolitik besprochen. Ob Parkplatzsituation oder öffentlicher Nahverkehr. Die Kandidaten mussten Stellung beziehen. Da durfte natürlich die Frage nach dem großen Loch nicht fehlen. Die Leser der Allgäuer Zeitung hatten diese Frage formuliert. Gibt es einen Kompromissvorschlag oder bleibt der OB so stur? Also ich als OB würde so lange mit dem Investor in einem Zimmer bleiben, bis auf dem Tisch eine Lösung vorliegt. Mit dem Investor, den wir jetzt haben, geht gar nichts. Ja, es ist Einzelhandel möglich in diesem Haus, nur kein innenstadtrelevanter Einzelhandel. Das heißt, es ist einiges möglich in dem Ding, aber keine 3000 Quadratmeter Einzelhandelsfläche. Das Problem ist im Moment, der Investor ist nicht mal greifbar. Insofern kann ich auch mich gar nicht mit irgendjemandem zusammensetzen. Ich kann nicht mit jemandem verhandeln. Und insofern kann ich auch keinen Vorschlag hier machen, einen Kompromiss zu schließen. Also insofern muss die Stadt die Linie halten. Es gab hier eine Baugenehmigung durch den Bauausschuss. Und diese Baugenehmigung hat klar festgestellt, es liegt außerhalb dieses definierten Bereichs. Deshalb 0 Quadratmeter Einzelhandel. Die Tiefgarage dort muss gebaut werden. Und ich möchte alles daran legen und alles daran setzen, dass das in einem ersten Schritt so weit kommt. Kompromiss an der Stelle ist nicht möglich. Aber es muss, Kollege Kichler hat es schon gesagt, im Zuge der Zwangsverwaltung, die richterlich angeordnet worden ist, muss diese Kellerebene ausgeführt werden, damit die umliegenden Straßen wieder frei werden und insbesondere, dass die gesamten umliegenden Gebäude dieser Gefahr nicht mehr ausgesetzt werden. Wir müssen zusammenhalten. Es ist richtig, das Einzelhandelskonzept. Gehen Sie nach Memmingen, schauen Sie, was da ist. Da haben die eine Riesenfläche jenseits der Autobahn und in der Innenstadt viel, viel Leerstand. Das haben wir in Kempten nicht, weil wir eben einig sind, es soll alles in die Innenstadt. Wie die Wähler in Kempten und im Allgäu am Sonntag abstimmen, das erfahren Sie natürlich hier bei uns auf TV Allgäu Nachrichten. Ganz genau. Mit einem Laufband blenden wir Sonntagabend die Ergebnisse ein, sobald sie feststehen. Außerdem gibt es zwischen 21 und 22 Uhr hier bei TV Allgäu Nachrichten erste Interviews von den Wahlpartys im Allgäu. Ich gebe jetzt kurz ab in die Werbung. Danach haben wir die Meldungen des Tages für Sie. Das Allgäuer Bier mit Herz. Jetzt neu. Erhältlich bei Feneberg und Kaufmarkt und in allen AZ-Service-Centern. Jetzt einschalten. Das neue RSA Radio. Schon gehört? Neu im Radio. Der beste Musikmix aus 4 Jahrzehnten. Das neue RSA Radio. Ziegel vom Ziegelwerk Klosterbeuren. Zukunft seit Jahrhunderten. Integrierte Dämmung, geschützt im Ziegel, natürlich und ökologisch. Das ist der neue MZ70. Der MZ70, die erste Wahl für Ihr Wohlfühlhaus. Jetzt finden Sie einfach und schnell Ihr neues Zuhause. Das Allgäuer Immobilienangebot in einer Online-Suche. Immobilien.allin.de. Die neue Immobilienbörse der Allgäuer Zeitung. Immobilien.allin.de. Radl Stadl Dickenreishausen. Mehr Auswahl, mehr Leistung, mehr Service. Radl Stadl Dickenreishausen, A7 Ausfahrt Memmingen. Vom Nordkap bis Sizilien, von Irland bis St. Petersburg. Mit Arnold erleben Sie die schönsten Reiseziele Europas. Preiswert, sicher und bequem. Angenehm reisen, gut erholen. Für jeden das passende Rad. Radlstadl. Dickenreishausen. Radl-stadl.de. Die Meldungen vom 13. März 2014.
Nach der tödlichen Schlägerei beim Kaufbeurer Tänzelfest im letzten Jahr hat die Staatsanwaltschaft jetzt Anklage gegen den 37-jährigen mutmaßlichen Täter erhoben. Der Prozess gegen ihn soll im April beginnen. Dem Thüringer werden Körperverletzung mit Todesfolge und versuchter Mord vorgeworfen. Wie berichtet, soll er einem 34-jährigen Familienvater so stark gegen den Kopf geschlagen haben, dass dieser später an den Verletzungen starb. Am großen Bauloch von Kempten soll weitergebaut werden. Laut Zwangsverwalter Thomas Fess soll mindestens ein Tiefgaragendeck entstehen. Denn dringend nötige Sicherungsmaßnahmen könnten ansonsten nicht vollendet werden. Baubeginn soll in den nächsten Monaten sein. Wie es danach weitergeht, ist noch unklar. Bei einem Verkehrsunfall in Memmingen ist heute ein Radfahrer ums Leben gekommen. Der 75-Jährige wurde heute Vormittag im Bereich der Werner-von-Braun-Straße von einem LKW erfasst und getötet. Weil der Mann keine Papiere dabei hatte, war zunächst unklar, um wen es sich handelt. Erst als seine Frau ihn als vermisst meldete, konnte seine Identität geklärt werden. Tragisches Ende einer Schneeschuhwanderung in Oberstdorf. Im Bereich der Wengenalpe wurde heute ein 69-jähriger Schneeschuhwanderer tot aufgefunden. Der Mann aus Eumittelberg war von seinem Umfeld seit Freitag nicht mehr gesehen und am Dienstag als vermisst gemeldet worden. Ersten Ermittlungen zufolge hat er bereits am Samstag in 1700 Metern Höhe eine Nassschneelawine ausgelöst und war von dieser etwa 40 Meter mitgerissen worden. Das Allgäuer Unternehmen UWT zählt zu Deutschlands bester Arbeitgeber 2014. Die UWT GmbH aus Betzigau erreichte in der Kategorie Unternehmen mit 5 bis 500 Beschäftigten die Top 100 und wurde nun als Great Place to Work ausgezeichnet. Wir sind erstmal sehr stolz, diese Auszeichnung zu bekommen, weil einer der besten Arbeitgeber in Deutschland zu sein, ist halt nochmal eine andere Größenordnung wie hier im Allgäu. Und wir müssen ja auch bei unserer Talentsuche den Radius einfach auch größer ziehen und können uns dann auch in ganz Deutschland so präsentieren. Letztes Jahr wurde UWT bereits als Great Place to Work im Allgäu ausgezeichnet. Die Firma sorgt unter anderem mit frischem Obst, Sportmöglichkeiten und aktiver Kommunikation für das Wohl der Mitarbeiter. Mit der Auszeichnung hat sich UWT außerdem für den Wettbewerb Europas beste Arbeitgeber 2014 qualifiziert. Weitere Allgäuer Preisträger des deutschlandweiten Wettbewerbs Great Place to Work 2014 sind Hochland in Heimenkirch, Geiger in Oberstdorf und die Raiffeisenbank Allgäuer Land in Altusried. Diese Zuschauer haben ihn schon, den TV Allgäu Nachrichtenapfel. Auch heute war wieder ein Team im Allgäu unterwegs und hat rund 250 Äpfel verteilt. Dieses Mal konnten sich Passanten in Kaufbeuren und Markt Oberdorf über einen leckeren Snack mit dem TV Allgäu-Logo freuen. Muss man den haben? Den muss man haben. Morgen sind wir zum letzten Mal unterwegs. Dann haben wir knapp 1200 Bodenseeäpfel verteilt. Am Montag verstecken wir dann 3 Wochen lang jeden Tag einen Logo-Apfel bei uns im Programm von TV Allgäu Nachrichten. Das Einzige, was Sie tun müssen, ist TV Allgäu schauen, Apfel entdecken und anrufen. Insgesamt warten 15 Tagesgewinne auf die Teilnehmer. Der ESV Kaufbeuren ist mit einem Sieg in die Abstiegsrunde der zweiten Eishockey-Bundesliga gestartet. Das Team von Trainer Uli Egen holte im ersten Spiel gegen die Heilbronner Falken einen 2-Tore-Rückstand auf und gewann am Ende mit 4:3. Das nächste Duell der beiden Teams findet am Freitag in Heilbronn statt. In Kaufbeuren stehen sich beide Teams am Sonntagabend wieder gegenüber. Und jetzt haben wir noch den Wetterbericht. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von Möbel Böck. 50 Jahre böckstarke Möbel in Kempten-St. Mang. Möbel Böck, ein Haus voller Wohnideen. Die Nacht wird im gesamten Allgäu klar. Das Quecksilber sinkt auf Werte zwischen 5 und 7 Grad ab. Der Vormittag wird kühl bei Werten nahe des Gefrierpunkts, bringt aber erste Wolken mit. Nur das Oberallgäu bleibt klar. Am Nachmittag ist es wieder verbreitet sonnig und es wird deutlich wärmer. Temperaturen steigen auf 15 bis 16 Grad. Abends kommen wieder die Wolken. Der Samstag bringt uns zeitweise Regen, Wind und Wolken. Die Werte liegen bei 10 Grad im Unterallgäu und 13 Grad am Bodensee. Der Sonntag wird ähnlich unbeständig und noch ein bisschen kühler. Am Vormittag sinkt die Schneefallgrenze auf 1000 Meter. Eine Wetterbesserung ist für den Montag angekündigt. Der Regen soll verschwinden und dafür mehr Sonne bringen.
Die Werte klettern auf 6 Grad im Flachland und 15 Grad am Bodensee. In den nächsten 4 Jahren in die erste deutsche Football-Liga. Dieses Ziel hatten die Allgäu Comets vor einem Jahr ausgegeben. Diesen Aufstieg in die GFL 1 haben sie auf Anhieb geschafft. Mit welchem Team sich die Comets in der kommenden Saison dieser Herausforderung stellen wollen, haben sie gestern Abend präsentiert. 2014 hat das Allgäu seit langem wieder ein Team, das in der ersten Bundesliga des Footballs, der GFL 1 Süd, spielt. Im Oktober machten die Allgäu Comets gegen die Wiesbaden Phantoms den Aufstieg perfekt. Hochmotiviert spielen sie nun nach 20 Jahren wieder erstklassig. Die Hauptziel ist natürlich Klassenhalt. Wir hatten das in der ersten Vorstandssitzung ganz deutlich. Wir wollen das. Wir sind bereit für die erste Liga, für die GFL 1. Natürlich ist es Klassenhalt, aber von einem Trainerstab und auch für unsere Spieler, wir wollen natürlich ein bisschen mehr. Wir erwarten, dass wir sind oben spielen. Um in der GFL 1 mithalten zu können, haben die Allgäu Comets das Team an mehreren Stellen vergrößert. Angefangen beim Trainerstab. Dwight Patrick aus Texas für die Defense und Steve Fickert für das Sorgenkind der Comets, die Offensive Line. Auch auf der spielerischen Seite hat sich einiges getan. Shane Jackson kehrt das dritte Jahr zu den Comets zurück. Christian Gilzig und Miloš Nestorovic sind in der Offensive neu dabei. Zudem unterstützen Ariel Mofondo, Albert Rosett und Brandon Cohen das Team. Durch die harte Arbeit von unserer Vorstandschaft und alle Spieler im Practice und im Training und wir sind reif, wir sind bereit, wir sind sehr froh, dass wir sind endlich in der GFL und wir kämpfen auf alles, dass wir oben bleiben und oben spielen können. Ja. Die Spieler stecken mitten in den Vorbereitungen für die kommende Saison. Am 3. Mai werden sie ihr erstes Spiel in Rothenburg bestreiten. Das erste Heimspiel in der GFL 1 steht am 18. Mai gegen die Rhein-Neckar-Bandits auf dem Plan. Bis spät in die Nacht, am Wochenende und auch an Feiertagen arbeiten. Berufe in der Gastronomie haben Nachwuchssorgen. Wie attraktiv ist der Beruf Koch wirklich? Dieser Frage gehen wir gleich nach. Bleiben Sie bei uns. Hinaus? Sparkassendom Neu-Ulm, das größte zwischen Stuttgart und München. Gristi.de, das Mitmachportal der Allgäuer Zeitung. Mit eigener Kollektion im Gristi-Shop. Für alle eingefleischten Allgäuer und die, die es werden wollen. Die Gristi-Kollektion erhältlich in allen Servicecentern der Allgäuer Zeitung. Unter gristi.de/shop oder unter 0831 206 190. Gristi.de, meine Heimat online. Wählen Sie unter den Top-Küchen zu besten Preisen. Erwarten Sie Beratung und Service der Extraklasse. Küchenmeier, mit Sicherheit die beste Wahl. Küchenmeier in Kempten und jetzt auch in Memmingen. Küchenmeier.
Sie planen räumliche Veränderungen, ob Neubau, Sanierung oder Renovierung. Auf der Oberallgäuer Handwerkbau Energie werden Sie fündig. Erfahren Sie alles rund um Haus und Garten, von der Planung bis zur Finanzierung. Besuchen Sie die Informationsmesse am 15. und 16. März. 10 bis 17 Uhr, Haus Oberallgäu in Sonthofen. Der Eintritt ist frei. Informationen unter messe-allgäu.de. Kochsendungen gibt es noch und nöcher im Fernsehen. Hier schwingen sogenannte Promis für ein perfektes Dinner die Kochlöffel. Da testen Sterneköche Restaurants und dort treten Hobbyköche gegeneinander an. Ein Kochduell der etwas anderen Art fand jetzt in Dietmannsried statt. Ziel war es nicht nur, leckere Gerichte zu kochen, sondern vor allem zu zeigen, wie vielseitig der Beruf Koch sein kann. Wir sind schon mittendrin im Geschehen. Hier im Landgasthof Ochsen in Dietmannsried findet das Kochduell statt. Die drei Azubis Elena, Leon und Patrick kochen auf der einen Seite der Küche. Gegenüber dürfen die drei Schülerinnen Sina, Patricia und Melanie mit Profi Wilfried Hase kochen. Er freut sich, dass er sein Wissen weitergeben kann. Ich habe schon Kochkurse gemacht im größeren Rahmen, auch schon mit Jugendlichen und Kindern. Das macht immer wieder Spaß, vor allen Dingen, wenn sie auch vorhaben, vielleicht in die Gastronomie einzusteigen. Wir brauchen dringend Nachwuchs und wir freuen uns um jeden motivierten Mitarbeiter. Die Teams hier sind auf jeden Fall motiviert. Für die Gerichte haben sie eine Zutatenliste bekommen. Was sie daraus kochen, ist jeder Gruppe selbst überlassen. Wilfried Hase und die Schülerinnen machen Spaghetti mit mediterranen Hackbällchen. Zum Nachtisch gibt's Palatschinken mit selbstgemachter Vanillesoße. Die Azubis haben sich für dieses Menü entschieden. Wir machen einen Blätterteigstrudel mit der Füllung Hackfleisch, Auberginen und Feta. Dazu gibt es ein Würstchengemüse. Und als Nachspeise gibt es eine Mascarpone-Creme mit einem Butterkeksboden. Rund 1,5 Stunden soll das Kochduell dauern. Das ist machbar. Dass Wilfried Hase Koch aus Leidenschaft ist, sieht man ihm an. Dass er gerne probiert, auch. Ich mag an für sich alles, wenn es gut ist. Die Qualität stimmt, die Produkte stimmen, wenn es mit Liebe gekocht worden ist. Und ich schaue auch nicht gerade mager aus, also man sieht schon, dass ich auch gerne essen tue. 3 Jahre dauert die Ausbildung zum Koch. Viel zu oft stehen die negativen Seiten des Berufs im Vordergrund. Die langen Arbeitszeiten zum Beispiel am Abend und am Wochenende. Dennoch hat sich Leon bewusst für diesen Beruf entschieden. Man kann kreativ sein, das ist schön. Man hat ein bisschen den Stressfaktor, das ist auch was. Und wenn man dann hört von den Gästen, es hat gut geschmeckt, Lob an die Küche und lauter so sagen, das ist einfach ein schönes Gefühl, wenn man Leute glücklich macht und das macht mir Spaß. Spaß haben auch die drei Schülerinnen und Wilfried Hase. Der Funke für den Beruf scheint schon übergesprungen zu sein. Ich wollte auch schon immer Köchin werden, habe auch früher, als ich klein war, auch immer mitgekocht und es wäre schon ein Traumberuf, den ich machen würde. Und wie war es jetzt heute so, mit einem Profikoch zu kochen und bei den Azubis vielleicht auch ein bisschen über die Schulter zu schauen? Ja, es ist sehr interessant, weil man erfährt auch mehr über den Beruf und kann dann auch mal nachfragen, ja, wie was geht und es ist sehr interessant. Welche Möglichkeiten der Beruf bietet, dafür steht Wilfried Hase höchstpersönlich. Als junger Koch ist er nach Schweden, um dort in exklusiven Fischrestaurants zu arbeiten. Später kochte er in München, unter anderem im Sterne-Restaurant Humpelmeier. So ein Lebenslauf stehe allen Azubis offen. Nur wollen müssen sie es, sagt Hase. Man kann aufs Schiff gehen, man kann ins Ausland gehen. Ich selber war fast 7 Jahre im Ausland. Und das formt einen und man lernt andere Menschen kennen, andere Küchen kennen. Und ich finde, es ist ein schöner Beruf. Ich mache es immer noch mit Herzblut nach 49 Jahren. Ich mache es auch, solange ich kann. Solange ich laufen kann, arbeiten kann, werde ich kochen. Von Konkurrenz war an diesem Nachmittag nichts zu spüren. Und auch auf die Gefahr hin, dass es nach Klischee klingt, gewonnen haben tatsächlich alle. Wilfried Hase freute sich über vielversprechenden Nachwuchs. Die Schülerinnen haben einen Einblick in den Beruf Koch bekommen und die Azubis wurden in ihrer Berufswahl bestätigt. Das war TV Allgäu Nachrichten für heute. Schönen Abend noch und bis morgen.